Herzlich willkommen zurück im Teil 2. VW Polo 6N2 1,4 TDI als Coco-Version. Abgekürzt steht das für Color Concept. Die Fans und Insider wissen das. Und hier, wie versprochen, so ein kleiner subjektiver Fahreindruck von diesem 1,4 Pumpe-Düsemotor mit 75 PS, baugleich auch im Audi A2 und im VW Lupo, und verrichtet da schon seit mittlerweile mehr als 15 Jahren seinen Dienst. Und wir haben hier ein Polo mit original 113.000 Kilometer Laufleistung. Und hier nochmal ein kleiner Bericht über auch den Unterschied zwischen dem 6N und 6N2. Und hier sieht man es natürlich gleich beim Dashboard. Wir haben hier 1:1 die Kopie von einem Dashboard eines Lupos und genauso auch die Mittelkonsole. VW hat dann einfach im Oktober 99 mit der großen Produktaufwertung den ganzen 6N, der eigentlich im Großen und Ganzen ein sehr, sehr nicht nur zuverlässiges Auto, sondern auch sehr erfolgreiches Auto war, diesen 6N hier auf den moderneren Stand zu bringen, mit einer verstärkten Karosserie und vor allem mit einer vollverzinkten Karosserie, was natürlich der Rostschutz oder Rostresistenz deutlich zugute kam. Dennoch gibt es natürlich Autos bzw. ein bisschen Anflugrost an Achsteilen, die da nicht vollverzinkt sind, oder auch ein bisschen Kantenrost. Und das wurde hier, wie erwähnt, bei diesem Polo hier von dem Erstbesitzer für teuer Geld bei der Firma Timex hier komplett gemacht. Für, ich glaube, die Hohlraumkonservierung, also komplette Flutung aller Hohlräume für 1.700 Euro, und die restlichen 2.000 gingen für Verschönerungsarbeiten drauf, an den Achsteilen schleifen und lackieren mit Schiffslack und so weiter und so fort. Wahnsinn. Ja, wenn ich hier so ein Auto habe, was in einem sehr unverbrauchten Zustand ist, dann kommt bei mir auch immer so die Frage auf, was könnte man denn hier verbessern, optimieren und verändern. Da ist bei mir an erster Stelle immer das Lenkrad. Wir haben ja hier das typische Lupo-Lenkrad auch, zwar aus Leder, aber man sieht natürlich hier schon, ist der Lack ein bisschen abgewetzt durch den Handschweiß in den letzten 17 Jahren. Aber dennoch würde ich auch hier das Lenkrad wahrscheinlich neu beledern lassen, sodass der Kranz auch ein bisschen dicker ist. Dann fühlt sich dieses Auto auch ein bisschen noch leichtfüßiger an und es macht noch mehr Spaß insgesamt. Genauso verhält sich das hier mit dem Softlack, ja, die typischen Stellen. Da könnte man überlegen, das wäre jetzt mein Wunsch vielleicht, würde ich es machen, diese ganze Mimik hier in so schwarzem Klavierlack, was natürlich anfällig ist, aber auch schön aussieht, zu machen. Genauso wie hier der Bereich, das hatte ich ja beim Lupo auch mal angedacht, hier dieser Bereich von dieser Plastikverkleidung auch in schwarzem Klavierlack, also schwarz hochglänzend, neuer Schallknauf dann korrelierend zu dem Lenkrad in perforiertem Leder, das wäre mein Wunsch, mit weißen Nähten vielleicht. Und das wäre es auch schon gewesen im Großen und Ganzen, ja. Also ansonsten könnte man hier vielleicht noch mit einem Fahrwerk arbeiten, wer es noch ein bisschen straffer haben möchte. Aber insgesamt muss ich sagen, fährt sich der Polo hier sehr, sehr homogen. Wir starten jetzt mal die Pumpedüse. Die Vorlaufzeit, man hat schon gesehen, für die Vorglühung ist natürlich hier minimal. Das ist kein Diesel mehr vom alten schroten Korn. Das sind schon moderne Diesel, auch noch vor dem Hintergrund der neueren, heutigen Diesel, finde ich die Pumpedüse immer noch sehr, sehr gut. Die zeichnen sich natürlich aus im Vergleich zu den Common Rail Dieseln durch den schlagartigen Drehmomenteinsatz, gerade bei 2000 Umdrehungen. Und insofern hat man dann einen subjektiv den Eindruck, dass dieses Auto ja ab 2000 richtig Bums hat. Hat es ja auch, und auch der Dreizylinder geht für Polo-Verhältnisse, geht souverän, muss ich sagen. Wir sind jetzt hier im ersten. Ja, das Drehzahlband ist natürlich sehr klein. Zwischen 2 und 3,5, sage ich jetzt mal, wo verwertbare Leistung kommt. Bei 4 macht er dann schon wieder zu. Aber dieses Auto fährt sich gemessen an Benzinern, die es ja auch gibt, 60 PS, 75 PS, gerade der 16-Ventiler, 1,4 Liter, ist dagegen eine Drehzahl-Orgien-Schleuder, sage ich jetzt mal. Hat auch seine Reize. Aber wer hier auf der Drehmomentwelle reiten möchte, der fährt natürlich in diesem Bereich. Hier haben wir im fünften Gang bei 80, 90 haben wir 2000 Umdrehungen. Der Polo rennt hier auch Tautaro seine 185 immerhin. Angegeben ist er mit 170. Mit einer anderen Software kriegt man diese Fahrzeuge so auf knapp 200. Mit natürlich deutlich besserem Durchzug, also spürbar mehr Durchzug, weil wir liegen dann so bei etwa 250 Newtonmeter.
Die Verbräuche hier bei diesen drei Zylinder Pumpe-Düsenmotoren liegen zwischen 4,5 und 5,5 Liter im Schnitt. Es gibt natürlich Ausreißer oben wie unten, 3,8 oder 6,5, je nachdem wie man fährt. Insgesamt, wenn man hier so ein bisschen einlenkt, merkt man natürlich schon, dass wir jetzt nicht hier so einen kleinen 1,4 Liter Benziner drin haben, sondern einen etwas schwereren Diesel, ein bisschen frontlastig, aber man merkt es kaum. Das Getriebe schaltet sich hier knackig, das ist aber noch im Prinzip der geringen Laufleistung hier geschuldet. Auch die Bremsen beißen sehr gut an, denn die sind natürlich auch neu, genauso wie die Reifen, die hier neuwertig sind. Der Mann hat ja hier an nichts gespart. Dieser Polo ist vollkommen durchgewartet mit Reifen hier und Inspektionen VW, immer zwischen 800 und 1000 Euro mit Zahnriemen und wie gesagt diese Time Max Behandlung vom Allerfeinsten. Wir haben hier dieses Zeneck nachgerüstet, ein Radio-Navigationssystem von 2013, aber ist immer noch up to date. Man kann hier schön sein Handy koppeln und seine Lieblingsmusik hören und komme ich direkt mal drauf im dritten Gang. Vierte. Und jetzt muss man leider auf die Eisenbahn, hier so ein Lama Q3 vor Facelift hier vor uns fährt, wie unverschämt. Ja, wie gesagt, Lenkrad würde der Sache hier wirklich gut anstehen, so, ich kenne das ja von meinem roten Lupo, da hatte ich es ja auch gemacht, für 150 Euro vielleicht die hinteren Scheiben mit Folie, also mit einer edlen Folie, die so ein bisschen Grünstich hat, als i-Tüpfelchen so ein Blaukeil-Frontscheibe vielleicht, ja, und dann hat man ein perfektes Auto. Alten Schlages, Modern Classics. So, ja, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich gebe hier nochmal ein bisschen Gas, hau nochmal auf die Kacke, auf Deutsch gesagt, mit dem Pumpedüse. Ich zeige euch nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung, sonst gibt es hier wieder einen Shitstorm. Also er läuft behende. Er fährt sich nicht so, wie man das erwartet für so ein Fahrzeug dieser Klasse. Der Motor, der ärmelt hier schon ganz gut Drehmoment weg. Ja? Weil man erwartet hier eigentlich so, wir brauchen hier Drehzahl und wir müssen immer schön schalten. Das müssen wir hier vorne, wir fahren jetzt hier gemütlich. Ja? Das Durchzug, fünfter Gang. Ich habe natürlich ein bisschen Ultimate reingetankt, aufgetankt. Und er läuft alles weiter und weiter und weiter. Und ja, mehr gibt es zu dem Auto nicht zu sagen. Es gibt hier auch keine atypischen Geräusche, die ich hier bemerken würde und auch mitteilen würde, bekanntermaßen. Insofern, wer noch einen 6N2 in die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre retten will und seinen eigenen nennen will und hier ein Fahrzeug besitzen möchte, was wirklich in einem hervorragenden Zustand ist, man kann sagen Sammlerzustand, hier als Diesel, als Color-Konzept mit dieser phänomenalen Ausstattung, soll sich gerne bei uns melden und ich sage erstmal Tschüss, euer Ralf Skiba von Skibas Youngtimer Kaufberatung, bis zum nächsten Mal, abonniert meinen Kanal, denn wir haben ja immer schöne und besondere Fahrzeuge. Bis dahin sage ich Tschüss.